Wer's Glauben tut, ist weit davon. Er ist ein König, er ist ein Kaiser, ein Kaiser. Er führt den Krieg. Wir sind
Wir kennen uns seit dem Studium. Ja, und wollten schon immer einen Wunderhornabend zusammen machen und dann auch die Lieder als Duette singen zum Teil. Und das haben wir vor kurzem endlich realisiert. In einem ganz schönen Liederabend. Das macht so Spaß mit euch. Schildwache Nachtlied, was soll das eigentlich bedeuten? Also zunächst kann man sagen, das ist, finde ich, eines der schönsten Lieder von Mahler. Auf jeden Fall. Oder? Da hast du recht. Aber ich kann mir vorstellen, das ist ja für Klavier geschrieben und auch für Orchester, dass es nicht immer leicht ist, das Orchester zu ersetzen im Klavier, oder? Ja, ich mag beide Fassungen sehr gerne. Ich finde, das hat Mahler auch extra komponiert für Orchester und für Klavier. Das ist keine Bearbeitung. Und ich höre gerne auch die Orchesterlieder, sehr gerne die Fassung. Das habe ich manchmal auch so in Ohr, dass ich, wenn ich spiele, gerne auch ein Schlagzeug oder ein Horn wäre in einer Hand. Ja, das glaube ich. Horn ist sowieso mega schön, ja, auch in der ganzen. Vor allen Dingen hat er auch unterschiedliche Fassungen geschrieben. Manchmal ändert sich auch die Harmonik, beziehungsweise aus Moll wird Dur und ja, andersrum. Also es ist da, das haben wir auch beim Proben gesehen, das war ganz interessant, diese unterschiedlichen Noten zu betrachten und zu sehen, was man macht. Auch haben wir uns lange über den Text zum Beispiel auch unterhalten beim Proben. Ja, genau, weil der ist irgendwie nicht ganz klar. Jetzt genau, standen wir natürlich nebeneinander, ja, aber eigentlich haben wir es so interpretiert, dass die beiden eben an unterschiedlichen Orten eigentlich sind, ne? Genau, dass die eigentlich ja, aneinander vorbei singen, reden, wie auch immer. Genau. Und sie spürt irgendwie, dass etwas auch nicht stimmt, dass er nicht ganz glücklich ist und versucht, Trost zu spenden aus der Ferne. Genau, und er ist so gefangen in seiner Pflicht. Genau. Und sieht nichts anderes. Und trotzdem, das Ende bleibt offen. Man weiß nicht, überlebt er, kommen sie zusammen, wie auch immer. Aber das ist ja auch, finde ich, ganz schön, denn so bleibt es auch jedem im Konzert selbst überlassen. Ja, das stimmt. Ja.